Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Division 1. Mit dabei ist wie immer Kato! Hi. Kevin bleiben. Ja, wie gesagt, mal sage ich Kato, mal sage ich Kevin. Ist mir scheißegal. Das war aber schon nicht abgemacht. Ja, ist mir scheißegal, was abgemacht ist, was nicht abgemacht ist. I don't give a fuck. So, heute starten wir unsere Session auch mal live. Das heißt, falls ich Sachen vorlesen sollte, nicht wundern. Kevin ist nur behindert. Das ist der Grund. Ja. Hab ich. Zum Gegner gepasst, ja. Das ist richtig. Gut erkannt. Schön. Du bist doch schlau manchmal. Okay. Alter, genau. Was? Sehr gut. So, Kevin. Hab ich zum Gegner gepasst. Bisschen zu offensichtlich. Findest du? Ja. Egal. Okay. Nicht so, dass der unten frei gewesen wäre, aber okay. Ja, oben auch. Aber unten war komplett keiner zum Zustellen da. Wer hat mich denn jetzt gefragt? Ach, Digga, was kannst du denn? Digga, ich hab doch auf Lupfen gedrückt, halt die Fresse. Du hast schon viermal in den 10 Minuten Spielzeit schon zum Gegner gepasst. Aber immer ohne, dass was passiert ist. Und jetzt hast du die Tor, Ja, und? Was ist passiert? Nichts, also. Ja, das ist ja das Problem. Fotze. Ja, wohin? Dahin nicht. Aber danke für den Effort. Roten Holz. Oh mein Gott, wie denn? Das war flach machen können. Ja, hätte. Wieder eine Kuh. Deine Mutter. Oha. Digga, warum schubst du nicht? Was soll denn die Scheiße? Oh, schade. NT. Oh lol. Oh, der macht nach unten ganz flach, ganz schnell hier, nach oben meine ich. Oh mein Gott. Wenn du nicht reinmachst, ne? Hast du. Digga, halt die Schnauze! Wenn Jan 8 Jahre braucht, um den scheiß Ball zu kontrollieren. Ja, ja. Warum machst du immer so komisch nach vorne direkt? Ja, das sagst du nicht. Auch. Ja, ich mach nicht so komisch nach vorne, meiner kam wenigstens an. Versuchst so ganz komische Dinge aus der Drehung immer. Ich? Eine Drehung ist halt schöner. Nee, ich bin schöner. Ja, genau. Boah. Nein. Doch? Nein. Für uns doch, jetzt wenigstens. Oh, hallo. Wow, nimmt toll, der den an, Alter. Wunderbar, toll gemacht, Gavin. Und noch eine gelbe dazu. Interessant. Da passt schon. Hä? Was ist denn sein Plan gewesen? Einfach mal nicht spielen oder was? Freundin hat angerufen. Lul! Der braucht wirklich eine Pause. What the fuck? Schon Seitenstiche bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Aber kann man auch irgendwas was süppeln, ne? Ich kann was essen. Hallo. Hallo. 56, 57, 66 und 89. Seitdem keinen Titel mehr geholt. Kann man wenigstens was trinken. Ja. Trinke ich auch direkt nochmal.
Scheiße, das Ding ist, der wird nochmal Pause drücken, Kevin. Digga, diese Saison, Alter. Wir beide im Stadion. Redest du mit mir? Nee, mit meinem anderen Ich, weißt du? Alter. Redest du mit mir? Scheiß Köter. Miau. Mhm. Trinkpause! So. Zum Glück ist das die letzte. Nee, danach kommen wir doch mit dreimal. Deine Mutter. Die kommt ganz bestimmt nicht. So? Dreimal. Woher willst du das wissen? Hab ich geraten. Mhm. Ich bin dafür, dass du jetzt aufstehst und nachfragen gehst. BG. Nimm uns mit! So, jetzt haben wir endlich wieder ein Spiel. Sag mal, wie es weitergeht. Geht ach so, du Scheiße, wir müssen los. Okay. Ich dachte, der macht einfach nichts jetzt und der geht rein. Mhm. Hä? Ach, eigentlich nach hinten gedrückt, aber okay. Verarscht. Leise. Hä? Jawohl. Okay. Mach der Rempel denn eben schon weg hier? Ja, ich kann nicht, Digga. Oha, Alter, er hält den sogar fest. Hätte die Hitze nicht geschafft. Schön gemacht, Kevin. Danke. Oben, Mitte, unten. Ja, Digga, sag doch nicht dann noch unten und Mitte, Alter. Ja, musst du doch entscheiden, wo, wenn ich unten sage, passt. Ja, aber oben. Ich wollte ja nach oben spielen, Digga. What the fuck? Warum machst du es dann nicht? Warum halt's Maul jetzt. Pass. Ja, dann fick dich einfach. Schön. Inkompetent. Ja, sagt der Richtige. Der alleine vom Torwart steht und dann rein. Ja, du hast auch jetzt alleine vom Torwart gestanden und nicht reingemacht. Ich hab dich alleine vom Torwart gestanden. Doch. Wer stand denn zwischen euch? Ja. Kann sein. Na? Hm. Cool. Gut, Leute. Danke fürs Zeitverschwenden. Dann sehen wir uns gleich. Nach einem kurzen Schnitt. Oh, fuck, wir müssen neu starten, Kevin, ne? Ja. Ah, okay. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Schnitt. Zur mach das Partie. Beim Stream. Okay. Wow. Oh, lol, das war ja Liga-Reset. Lul. Hä? Das war Liga-Reset jetzt. Cool. Cool. Was geht, Leute? Willkommen zurück zur Halbzeit Nummer 2. Und wir spielen wieder gegen uns selber. Die bisher häufigste Begegnung neben uns gegen Real Madrid. Und noch nie verloren. Ja. Gegen uns selber. Und wir können auch nur gewinnen. Easy. Das heißt, wenn die gewinnt, gewinnen wir trotzdem. Eben. Weil wir gegen uns selber spielen. Ein Gewinn für alle. Oh Gott. Okay. Mhm. Aha, okay. Der Schulz drin. Interessant. Jo, was ist das für eine Lücke hier? Bildungslücke.
aber. Ah, war schlau von mir, ne? Mhm. Warum bist du jetzt hochgekommen? Ich dachte, er schießt direkt. Hey, Mann, Digga, was ist das für ein Pass, Mann? Über die und ihre langen Bälle, ne? Ja, schön. Wow. Nein, warum nicht dann hoch? Ich dachte nicht, dass er mit dem Brain Game rechnet. Junge, was sind das für Bälle, Mann? Die müssen wir auch mal anfangen zu spielen. Ich laufe mal jetzt nicht mit Hummels nach vorne. Wir passen. Schade, MC. Scheiß Kopf. Nice. Geblockt. Ach du Scheiße. Das ist der dritte verfickte Einwurf. Mutter. Oh, warum denn so hoch? Das war ja nicht so schlau gerade. Ja. Schade. Ich hab das bei uns nicht. Weil wir nicht Schulz drin haben. Schön. Ach, Dicker. Schön. Kommt wieder mal nicht hinterher. Ah, viel zu weit. Oh, Baller rein. Oh, oh mein Gott. Beim Gegner landen, verstehe ich überhaupt nicht, ne? Same. Oh, guck mir diese Abpraller immer an. Halt, ne? Jetzt so weiter geradeaus. Also meistens kannst du die auseinandernehmen, wenn du dann nochmal Richtung Grundlinie läufst.
Okay. Ach du Heilige. Ja, ist so schön. Lol. Achso, abseits. Ich mach Torwart. Cool. Wusste gar nicht, dass Bellingham unser Torwart ist. Kacke dabei. Ja. Bedankt sich bei Haaland. Nö, du passt doch. Nö. EA passt doch. Ja, klar. Schöne Grätsch. Okay. Guter Schuss. Als noch vor der Pause wäre schön. Mhm. Die sollte eigentlich hoch. Nein. Steh auf. Nein, er hat ihn berührt, Digga. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Hätte er den nicht getoucht beim Pass. Boah, die sind so scheiße, Digga. Ja. Yep. Warum kommt Bellingham eigentlich nicht mit, Digga, ja? Einfach mal aus der zweiten Reihe, habe ich gehört. Ja, toll, ich dachte, die passt noch mal. Ach, Digga. Ja, ich dachte ehrlich gesagt auch, dass Mucki mitläuft. So easy. Oh. Wohin? Digga. Schön geblockt. Schön umgehauen. Rum. Ah, zu spät, sorry. Direkt zurück. Na, abseits. Ach, Digga. Naja, NT trotzdem. Hä? Warum winkt der denn ab? Digga, ich krieg nicht den Spieler, um zum Ball zu laufen, Digga. Schön geblockt. Alter, ich verstehe das nicht mehr. Ja, siehst du, was ich meine? Ja. Einmal kurz zur Grundlinie. Ja. Oh, ja. Den muss ich mir merken. Ja, ich mach das immer so. Ich kotz mich das an jetzt. Sind ihr Hurensöhne? Hab ich das echt gesagt? Piep, Missgeburten. Piep. Das bringt nichts, wenn du das Pieps danach machst, ne? So funktioniert das nicht. Das kannst du nicht. Digga, kann jetzt mal einer laufen, ey? Ah, schade. Wäre da nicht ein hoher Ball besser gewesen? Unser, ne? Ja. Oh.
Er ist zu langsam, Digga. What the fuck? Als ob. Wem willst du das jetzt erzählen, Mann? Anscheinend uns, ja. Anscheinend uns. Geiler Kopfball. Digga. Ja! Ah, NT. Krasser Schuss von Malen. Hä? Nein! Digga, er pusht aber auch nicht, wenn ich damit rechne. Warum ist denn da vorne keiner mehr? Keine Ahnung. Lauf! Digga! Ich drücke hier 55 Tasten, der macht nix! Wundert mich schon, warum du stehen bleibst. Hä? Wollen wir nicht angreifen, Kevin? Ja, gut. Guter Auftakt zur Session. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Peace!